Wusstest du, dass die Statistik für den Nasdaq im Moment gar nicht gut aussieht? Beziehungsweise auch die Saisonalität uns Indizien geben kann, dass diese grandiose Aufwärtsbewegung schon bald sein Ende finden könnte? Die technische Analyse ist so extrem krass long eingestellt, dass jeder nur noch auf den fahrenden Zug aufspringt und allein das birgt schon einige Gefahren. Und wenn man dann noch bedenkt, dass in den nächsten Wochen Nachrichten anstehen, die einfach die Kraft haben, die Aktienmärkte auf eine Abkühlung zu schicken, das sollte man vielleicht durchaus Vorsicht walten lassen. Und was ich genau damit meine, das schauen wir uns jetzt in den nächsten Minuten hier im Video an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich über dein Like und dein Abonnement. Punkt Nummer 1, wir schauen uns jetzt mal direkt die statistische Betrachtung des Nasdaq an und du wirst dann relativ schnell erkennen, dass wir im Juni des Öfteren schon eine relativ schwierige und brenzlige Situation hatten. Natürlich ist momentan alles ziemlich stark im Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenzfieber, Nvidia, Microsoft, die ganz großen Firmen, die ziehen natürlich die Aktienmärkte gerade relativ stark nach oben. Doch irgendwann ist auch dort mal ein Punkt erreicht, wo vielleicht einfach die Aktie nicht mehr ganz so stark weiter steigen wird und auch eine Abkühlung braucht, sprich eine Korrektur. Das heißt, wenn diese Zugpferde ausfallen und der restliche Markt der Technologiewerte möglicherweise nicht ganz so stark agiert hat, auch schon im Aufwärtstrend und jetzt dann auch noch in die Korrektur reingeht, das kann dann für den Index schon auch bedeuten, dass wir ja signifikante Korrekturen sehen werden. Das muss jetzt nicht heißen, dass wir sofort wieder einen Bärenmarkt bekommen, also sprich jetzt komplett umdrehen, aber es kann natürlich durchaus sein, dass wir dann auch mal einen schwachen Monat sehen, wo dann die Aktienmärkte und auch der Nasdaq an sich nachgeben, wo die Preise einfach fallen. Und das ist als Trader immer schwierig, wenn man blind jetzt in diese Euphorie hinein einfach nur kauft. Kann gut gehen, muss aber nicht. Aber wenn man vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lässt und im Hinterkopf behält, dass der Juni nicht so ganz so starker Börsenmonat ist und dann vielleicht auch noch dran überlegt, okay, wenn jetzt tatsächlich auf meinen Trading-Timeframes ein kleiner Abwärtstrend entsteht, um vielleicht durchaus auch sich überlegen zu können, ja, als Trader hier ein Stück weit den Aktienindex, also den Nasdaq hier von der Short-Seite, also von der Verkaufsseite her zu traden. Aber lasst uns mal reinschauen jetzt hier in unser statistisches Bild und du kannst erkennen hier in diesem Chart, das ist jetzt berechnet über 20 Jahre, das siehst du hier an diesem Balken und du siehst jetzt die einzelne Performance pro Monat im Durchschnitt in den letzten 20 Jahren. Und da sieht man einfach, dass der Juni neben dem September sind dies die beiden schwächsten Börsenmonate im ganzen Kalenderjahr. Und das allein schon gibt uns so ein bisschen Anlass, daran zu denken, was könnte denn jetzt hier der Ausschlag dafür sein, um vielleicht nicht mehr weiter zu steigen. Und wenn man dann das Ganze mal so ein bisschen aufdreht und sagt, okay, wir gucken uns mal an, wie die einzelnen Monate denn so ausgesehen haben, dann sieht man hier einfach im Juni, also in diesem Zeitraum, dass es doch sehr, sehr viele Jahre gegeben hat, wo der Nasdaq schwach war. Ja, also zumindest wo ausgeprägte, ja, Abwärtsphasen hatten. Ja, auch jetzt hier noch im letzten Jahr war auch der Juni ein relativ schwacher Monat. Und auch immer wieder im Juni, wenn auch die Performance gut war, kann man aus diesem Chart rauslesen, dass immer wieder längere Abverkaufsphasen auch in Monaten gegeben hat, die durchaus dann auch positiv waren. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wie, ja, das bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass der Juni 100% ein Verkaufsmonat wird. Aber es zeigt einfach ganz deutlich, wie krasse Folgen das haben könnte, wenn man jetzt einfach nur noch blind long einsteigt. Das heißt, wir haben hier statistisch betrachtet, auch saisonal betrachtet, momentan ein kleines Problem. Wir gehen jetzt noch mal rein ins Chart dann direkt und schauen uns die Saisonalität an und schauen uns auch die technische Analyse an und das Sentiment, das ich noch angesprochen habe, als weitere Punkte, ja, um dann eine Schlussfolgerung zu ziehen, die uns helfen kann, für den Nasdaq die richtigen Entscheidungen zu treffen. Statistik haben wir betrachtet. Schauen wir uns jetzt mal an, wie sich die Saisonalität, ja, des Nasdaq so in den letzten Jahren immer so ein bisschen entwickelt hat, vor allem im Juni. Man kann dann auch ganz deutlich sehen, dass im Juni immer ein bisschen Schwierigkeiten aufgetreten sind. Wie gesagt, es muss nicht heißen, dass wir jetzt einen absoluten Verkaufsmonat haben, sondern einfach nur
soll ein bisschen die Sinne schärfen, dass es auch möglich ist, in solchen starken Trendphasen plötzlich Abkühlungen zu erhalten und dementsprechend dann halt ein bisschen vorsichtiger zu agieren. Aber schauen wir es uns mal an, jetzt hier in unserem Chartbild. Man haben jetzt hier den Nasdaq offen, man sieht es hier ganz deutlich auf dem Wochenchart und wir haben jetzt hier zwei Indikatoren. Die blaue Linie hier unten ist der Saisonalitätsindikator, der uns anzeigt im Endeffekt, wie die Märkte in der Vergangenheit performt haben. Und daraus kann man im Endeffekt auf die Zukunft so ein Stück weit ableiten, was man erwarten könnte. Man sieht jetzt hier ganz, ganz deutlich, dass, wenn wir jetzt Richtung Ende Mai laufen, dieser Saisonalitätsindikator hier zumindest mal einen Dip erwarten würde. Also sprich, eine Korrektur. Und wenn man das auf dem Wochenchart anschaut und sich einfach diese Kerzen mal so ein bisschen zu Gemüte führt, dann haben wir hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen in Folge. Kleine flache Korrektur hier gewesen, Seitwärtsphase, und danach waren es wieder 1, 2, 3 Wochen. Das heißt, insgesamt können wir hier eigentlich von einer ganz großen Anzahl von Wochen in Folge reden, welche die Märkte hier positiv abgeschlossen haben. Und wenn wir uns einfach das jetzt mal so ein bisschen zu Gemüte führen, was dann ganz häufig folgt nach solchen langen Anstiegsphasen, man hat hier was Ähnliches gehabt, wo auch mehrere Wochen in Folge der Nasdaq gestiegen war und dann kam irgendwann die Abkühlung, die dann 1, 2, 3, 4 Wochen gedauert hat, bevor der Markt wieder gestiegen ist. Das bedeutet, wir müssen gar nicht davon ausgehen, dass wir jetzt einen Bärenmarkt bekommen, dass alles zusammenbricht im Moment. Nein, das überhaupt gar nicht. Aber diese Abkühlung, das ist das, was wir momentan in diesem Index so ein bisschen, ja, Kopfzerbrechen bereitet und wo man sich dann vielleicht so ein bisschen drauf einstellt als Trader dann auch hin und wieder, wenn es der Markt denn dann hergibt, auch eine Short-Position zu sucht und wenn es weitere Long-Signale gibt, die dann so ein bisschen mit Vorsicht genießt und vielleicht auch mit Risiko-Money-Management dann rangeht, um dort sicher oder zumindest das Kapital zu schützen. Ich glaube, das ist so diese Aussage, die ich damit so treffen möchte. Und man sieht halt auch, was jetzt hier sentimenttechnisch passiert. Ja, war der dritte Punkt, den ich im Eingang des Videos angesprochen habe. Wir sind charttechnisch so krass long unterwegs momentan. Das ist unglaublich. Ja, also hier auf dem Wochenchart allein, das ist ein absoluter Aufwärtstrend. Der ist noch relativ jung sogar. Das heißt, wir haben auf dem Wochenchart erst zweite Leg, also die zweite Bewegung hinter uns. Würde bedeuten, wenn wir hier jetzt eine 1, 2, 3 Wochen Korrektur sehen würden, die vielleicht hier auch ein Stück weit zurückgeht, ja, auf die $330 im Endeffekt, ja, dann haben wir hier tatsächlich ein schönes Abwärtspotenzial für Trader. Wir bleiben trotzdem in diesem Markt long und haben aber die Möglichkeit jetzt, uns nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, nur weil alle auf diesen Longzug aufspringen. Weil was denn dort passiert, wenn alle auf den Longzug aufspringen, das sehen wir hier sehr, sehr gut in diesem Sentiment-Indikator, den wir hier eingebaut haben. Der bedeutet, die Lesart ist hier so, dass wir jedes Mal dann, wenn wir über dieser blauen Linie sind, dann haben wir ein unheimlich bullisches Sentiment. Das heißt, in der Öffentlichkeit denkt keiner daran, diesen Index zu verkaufen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was dann ganz häufig passiert, wenn wir hier über diese blaue Linie gehen, nicht sofort, aber dann ziemlich zeitnah, Wochenchart zeitnah, das sind natürlich immer Wochen hier die Kerzen, ganz klar, aber dann kommt öfters mal diese Abkühlung, vor allem dann, wenn man schon wirklich ein paar Wochen gestiegen ist, ne? Dieses Signal nicht so signifikant. Hier hat man nur eine Kaufwoche. Aber dann haben wir die zweite, dritte, vierte Kaufwoche hintereinander weg und der Indikator ist wieder hoch und dementsprechend haben wir hier diesen Abverkauf. Selbiges Spiel hier. Nach der ersten Verkaufswoche haben wir schon eine gewisse Euphorie im Markt, aber preistechnisch noch nicht relevant. Relevanter wird es, je mehr Momentum diese Aktie aufgebaut hat, je länger diese Aufwärtsbewegung dauert und dann das Sentiment quasi über die Stränge schlägt, dann kommt irgendwann diese Umkehr. Und die ist dann ganz häufig auch wirklich sehr, sehr gut zu identifizieren anhand dieses Indikators. Und wir sehen auch jetzt, dass wir hier direkt nach dieser Flat Correction, die wir hier hatten, den Indikator wieder überschießen sahen. Noch nicht relevant, weil es halt nur die erste Kerze nach der Korrektur war. Aber jetzt haben wir wieder 4 Wochen in Folge, sogar hier mit einem grandiosen Aufwärtsgap, getrieben von den größten Werten, könnte jetzt die Möglichkeit tatsächlich bestehen, weil wir hier auch noch in den Widerstand reinlaufen, dass wir in den nächsten 1-2 Wochen hier wirklich eine Abkühlung starten könnten. Und das ist im Endeffekt das, worauf ich in diesem Video so ein Stück weit hinaus will. Ja, das heißt, wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Indizien, dass wir mit dieser Aufwärtsbewegung allmählich ins Ziel laufen. Die Wahrscheinlichkeit wird größer. Es ist noch nicht vollbracht, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt eben größer. Und dementsprechend
können wir jetzt auch hier sehr, sehr schön ein Fazit ziehen, was wir in diesem Markt erwarten. Im Moment deutet noch nichts darauf hin, dass man direkt in den Short Trade einsteigen kann. Aber es ist auch schwierig momentan, sich direkt für diese Long-Position zu entscheiden, also blind zu kaufen. Ja, das bedeutet, wir müssen mit diesem Markt im Moment, zumindest werde ich das so handhaben, vorsichtig umgehen, Long-Signale abwägen, gut sichern, um dann eventuell bei einer Trendumkehr, wenn dann hier wirklich die ersten Anzeichen kommen, dass diese Korrektur kommt, dann auch dran zu denken, vielleicht die ersten Shorts oder Absicherung-Trades zu setzen, um von dieser Abkühlung des Marktes, sofern sie denn kommt, nicht überrascht zu werden. Ja, ich hoffe, dieses Video war so ein bisschen aufschlussreich für dich. Du konntest ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge wie nur Long, 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 Artificial Intelligence und so weiter, sondern einfach auch die Statistik einfließen lassen, ein bisschen auf die Saisonalität des Sentiments zu achten und natürlich aber auch die technische Analyse nicht außer Acht zu lassen, die natürlich auch das Sentiment ein Stück weit treibt, um dann ja auch darauf vorzubereitet sein, dass so ein Longmarkt in die Abkühlung geht und dann vielleicht eher ein bisschen warten mit den Longpositionen, bis die Abkühlung durch ist, um dann wieder da zu sein oder vielleicht sogar den einen oder anderen Short mitzunehmen und jetzt mit den Longpositionen im Moment ein bisschen vorsichtig zu sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und über ein Abonnement und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos natürlich schon wieder, sofern du natürlich auch die Glocke drückst, dass du informiert wirst, sobald ein neues Video kommt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz tollen Handelsstart in der nächsten Woche und ich sage bis zum nächsten Video. Ciao.